Ja, hallo und herzlich willkommen dann hier auch schon wieder zum allabendlichen oder nachmittäglichen Zombie-Geschnetzel. Ich wollte mich ein bisschen umziehen. Waffen hatten wir schon geguckt das letzte Mal, das war alles in Ordnung. Aber der Dress ist irgendwie noch nicht so ganz meins. Genau, Kopfbedeckung. Ja, nehmen wir doch. Nee, doof. Hier, komm. Das sieht nicht gut aus. Was? Das ist aber dein Kopf. Naja. Wir könnten auch ansonsten das. Aber das. Nee. Und Franks Kopf. Chuck Green. Nein. Wir finden eher das gut. Im Vergleich zu. Ja, doch, das ist völlig in Ordnung, glaub mir. Ich guck trotzdem noch mal so ein bisschen rum, was wir denn so alles haben. Stiefelmäßig. Ja. Oh, es gibt jede Menge. Wir sehen, es gibt noch massenhaft Sachen. Protektoren finde ich ganz gut. Ich finde bloß das Oberteil jetzt nicht so ganz günstig. Wir haben ja hier die. Das wäre die Taktikweste. Finde ich, glaube ich, ein bisschen cooler. Erinnert mich so ein ganz klein wenig, wenn ich mir das jetzt angucke, an mein Outfit aus. Oder in Rainbow Six Vegas, dem ersten Teil auf der 360. Wo man dann. Und im zweiten Teil eigentlich auch ähnlich. Wo man seinen Charakter-Multiplayer komplett selbst designen konnte. Also so vom Aussehen her. Man konnte ja sogar sein Gesicht einscannen. War extremst geil, hat richtig viel Spaß gemacht und vor allem mit der Kleidung hat auch wirklich was gebracht so teilweise, ne? Also das war schon cool gewesen, definitiv für mich eines der geilsten Spiele sowieso gibt. Naja, und ich glaube ich muss hier vorne, das Fass brennt jetzt, ich glaube ich muss hier vorne links, ne? Ja, das sieht mir noch stark danach aus. Schnell, boah, ist das eine Möglichkeit hier. So, mal kurz hier reingehen. Einen Psychoplatt machen. Gut, dass wir da in dem Fall wieder das MG haben, weil ich es gesagt habe, ne, das eine Mal, wenn wir die MGs haben, diese Super-MG, alles andere ist ja irgendwie so ein Klacks. Das ist jetzt einfach so ein relativ straightes von A nach B, ohne dass man großartig in den Nahkampf gehen muss und Fernkampf ist natürlich ideal. Bist du okay? Brauchst du Hilfe? Oh, scheiße. Es ist okay, ich tu dir nichts. Oh oh. Er ist gestolpert. Ach du Schande. Gerade reingeschneit und schon in Animierpose. Ach du Schande. Kein Grund, sich aufzuregen. Typ ist ein bisschen seltsam. Warum gehst du nicht darüber und schlägst an dem Lutscher? Das hört sich ein bisschen pervers an. Und warum sind deine Zähne spitz gefeilt? Ja, richtig. Siehst etwas seltsam aus. Ich bin echt nicht in Stimmung. Ja, richtig. Oh, das wird noch. Aha. Die Tür da geht nicht auf. Bist du nicht ein bisschen besser gehorcht? Wenn du nicht auf mich hörst, dann wird Daddy richtig böse werden. Ich kann richtig böse werden. Ah, ich glaube, er möchte irgendwas kompensieren. Bin mir aber nicht ganz sicher, was das sein könnte. Also, warum befolgst du nicht meine Empfehlung? Bin ich dann weiß nicht. Auch etwas kooperativer? Wir sollten uns einfach mal beruhigen. Ja, entweder das oder ich puste dich voll mit Blei. Kannst es dir aussuchen. Noch lasse ich dir die Möglichkeit, lebend diesen Raum zu verlassen. Gut, du möchtest nicht? Gut, dann auf jeden Fall nicht. Dann kriegst du halt aufs Maul. So. Immer hier im Kreis am besten um ihn drum rumlatschen. Wir sehen, es ist ja echt ideal. Er hat auch so komische Posen, ne? Wir sehen es. Recht eindeutig, wenn man es so nimmt. Oh, und er geht auf die Leute los. Das ist so ein bisschen fies. Ja. Mal wegrollen. Ah, jetzt nebelt er alles ein hier. Olle Sau. Ah ja, dich kriege ich noch hier. Du komischer Perversling. Oh oh. Nick. Lass dich hier nicht so anstecken von dem. Ja, da haben wir ihn schon. Sehr schön. Nochmal kurz eine Rolle, da haben wir es gesehen. Ah, wunderbärchenhaft. Na, das war's so. Keine Tinte mehr auf dem Füller, hä? Gut, so kann man es auch nennen. Oh.
Ja, wir merken halt einen Freak. Ja, definitiv ein Freak. Gut, was wir jetzt einmal machen, weil diese Waffe halt einmalig ist. Die meisten Psychos haben ja irgendeine einmalige Waffe. Wir nehmen die auch auf. Wir sehen es, wir können damit Leute einfrieren. Das wäre so das. Ich könnte das machen und ich könnte... Ja, eigentlich nur das machen. Ich weiß gar nicht, kann ich nicht irgendwie... Ich will die Waffe wegschmeißen. Warte mal. Ich will wieder meine haben, auch wenn die relativ leer war. Liegt hier nicht mehr? Na, egal, komm. Egal. Nehmen wir erstmal den hier weg. So, du da bist frei, genau. Und du bist jetzt auch frei. Hier, bitteschön. Ihr dürft gehen. Aha, hier hat man dann halt irgendwelche Filmchen gedreht anscheinend. Aha, ja. Gut, wer drauf steht, ne? Wer sowas mag. Nee, nicht, auch nichts Interessantes. Das ist ein Massagegerät, schon wieder. Wie oft dieses Ding hier irgendwo rumliegt, ich weiß auch nicht. Findest du auch alle paar Meter, ne? Wein, nee, ich will mich garantiert nicht zulöten. Obwohl, mit Wein zulöten wird schwierig. Obwohl, kann man auch machen, wenn man genug, dann geht auch das. Nee, sonst ist hier nichts. Gut, dann können wir dann doch unten durch die Tür wieder rein. Oder raus, vielmehr. Ich will raus, warum sollte ich reingehen? Das ist ja... Nee, doch, geht hier? Ja, doch, hier geht. Los, komm, aufmachen. Genau, hier, komm, raus hier. Hier ist doch gleich um die Ecke auch noch so ein... Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit euch spielen, ich mag euch nicht und ihr seid so doof. Genau, gib mir mal hier mein Motorrad. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber ich glaube, ich muss hier vorne sowieso dran vorbei. An meiner Zuflucht. Das heißt, wir machen das mal schnell. Und so. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob man die hätte mitnehmen können. Ich bin jetzt einfach gegangen. Also die finden schon alleine zurecht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair. Der eine oder andere mag sagen, das ist unmenschlich, aber ich bin der Meinung, ich habe schon genug getan. Immerhin wurden die ja bei einer doch recht eindeutigen Situation, so wie uns das unser Mann am Walkie-Talkie gesagt hat, erwischt. Ne, mit dem konnten wir sie nicht. Anscheinend, weiß ich nicht, also ich sag das jetzt mal so ganz spontan. So, und dann wechseln wir gleich mal die Gerätschaften aus. Wo haben wir es denn? Hier ist das, genau. Jetzt müsste ich nur mal kurz schauen. Ich will das hier auch loswerden. Genau, komm schon, das hier, wo sind meine Superwaffen? Wo sind meine Superwaffen? Nee, aber hier sind sie. Genau, so, ich glaube, wenn ich mal gucke, munitionstechnisch sieht es ganz, ganz gut aus. Nehmen wir erstmal das hier gleich. Ich habe gerade ein Level up gehabt, oder? Hatte ich nicht ein Level up jetzt? Ja, wunderbärchenhaft. Gut, das wäre dann nur mit mehr Kugeln. Das wäre mal, da, also wir Panzer brechen, das wäre hier mit mehr Kugeln. Und höheren Schaden, aber das kriegen wir erst auf Level 50 und das schaffen wir erst beim zweiten Durchgang. Wobei, man könnte es auch auf Gedeih und Verderb versuchen, indem man das beim ersten Durchgang möchte. Aber ich sag mal, ohne die ganzen Nebenmissionen, also hier Leute retten und Psychos, wo man halt extrem viele Erfahrungspunkte bekommt, schafft man es eigentlich nur sehr, sehr schwierig. Gerade die, ich sag mal, ab 30, wir sehen es, hier geht's noch, so 140.000 brauchen wir aktuell für ein Level. Später ist es dann so extremst viel ab 40, die letzten 10 Level ziehen sich extremst. Deshalb, wir nehmen erstmal das hier, dass wir länger sprinten können, weil das hat mich dann doch ein bisschen angepieselt. Und ich möchte trotzdem auf eine panzerbrechende Munition setzen. Ist einfach so, panzerbrechende Munition macht mehr Spaß. So, wunderbärchenhaft. Steht ja eigentlich jetzt unten noch mein Motorrad? Ich glaube ja, ne? Ich hatte doch eins mitgebracht. Ja, sehr schön. So, drauf da. Und dann können wir auch gleich mal gucken auf der Karte. Also hier vorne haben wir ja zum Glück den Weg auf den Highway drauf. Und dann können wir direkt hier durchrasen. Essen wie bei Muttern und das andere ist, hier ist das, unterbewaffnet. Ah, ja, genau. Warte mal, ich komme von hier aus doch gar nicht dahin mehr, ne? Genau, hier ist ja alles dicht. Obwohl, ich könnte hier unten rumfahren, dann komme ich da auch zur Polizeistation. Aber das war so eine doofe Mission. Ich erinnere mich, da musst du immer so Ewigkeiten herlaufen. Komm, wir lassen das mal weg. Wir müssen nicht alles machen. Sei nur gesagt, diese Mission birgt, dass man einen weiteren Psychopathen bekommt, den man sonst, ich bin der Meinung, nicht so ohne weiteres kriegen würde. Oder eigentlich gar nicht. Der ergibt sich dann nur durch diese Mission. Und dadurch kommt man dann an einen Bereich, wo eines der letzten Dinge ist, also dieses dramatische Ende hier, diese tragischen, traurigen Geschichten. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Ups, was haben wir da? Erfolg freigeschaltet, Todesfahrer. Ach so, wahrscheinlich so und so viele Zombies mit einem Gefährt irgendwie umlegen. Ja, da sind wir ganz gut mit dabei. Gerade mit dem Ding, wenn es denn nicht gerade irgendwo gegensammelt und fast umkippt. Das ist ja brenzlig.
so brenzlig. Ach, ja, wie ich es liebe. So. Auch wenn ich immer nichts sehe. Das ist, müsste man nochmal überarbeiten. So ein bisschen verbessern. Ich weiß jetzt bloß nicht direkt wie, aber ist eigentlich auch egal. So, wunderschön. Sehr gut. Springen wir? Ach komm, wir machen hier so ein... Ui! Ups. Schnell, runter. Ei! Ah! Oh, 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 das hat wehgetan. Ei! Hat er das gesehen? Das war voll mit dem... Schnell, lauf, 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 lauf. Du hast keine Zeit. Du hast keine Zeit. Lauf, Junge! Nein! Ja, hier vorne ist, glaube ich, noch irgendwie Motorrad oder irgendwas. Komm, hier sind nicht so viele Zombies. Oder da waren Sportwagen, bin ich der Meinung. Ja, guck mal, der tanzt hier oder sowas. So hier, wie nennt sich Dubstep? Genau, Dubstep macht er. Ah ja, da steht der Sportwagen, genau. Nachdem dieses Wohnmobil, wir sehen es hier, sind noch die Überreste, halt in zwei gerissen wurde. Da ist dann das hier übrig. Und die Richtung scheint mir ganz gut. So, dann fahren wir doch einfach mal hier weiter, würde ich sagen, ne? Genau, nutzen wir diesen exklusiven Weg. Ich werde jetzt keinen weiter retten, habe ich jetzt gar keine Lust zu. Autsch. Ja, da haben wir das geschafft. Warte mal, hier rechts ist irgendwo eine Figur. Ah, ist jetzt auch egal. Stimmt, da komme ich nur ran mit dem... Hier unten ist das Lager. Ah. Da können wir eigentlich uns hier runterschmeißen, ne? Würde ich sagen. Komm, schmeißen uns hier runter. Genau, und schwupps, da sind wir. Komm schon, steig aus. Ah, ja, wir haben vergessen, wie man aussteigt. Keine Zombies hier? Kommt das nur mir komisch vor, oder ist es seltsam, dass jetzt hier weit und breit... Okay, da hinten waren es Zombies, aber dass keine Zombies da sind. Irgendwie ein bisschen seltsam, oder? Ist ein Truck. Ich bin der Meinung, man kommt hier mal irgendwie hin im Zusammenhang... Oh, halt. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aktuell zumindest. So, du war Footballer. Warte mal, war hier irgendwas? Ich glaube, dadurch kommt man an diese eine Figur ran. Ich gucke mal nach. Ich bin der Meinung schon. Ja, richtig. Sehr schön. Uah, geh weg, geh weg. Ist da hinten ein Plan? Da hinten liegt ein Plan. So, den schnappen wir uns auch. Denn den will ich haben. Dieser Plan ist... Oh, ein Laser... Ein Laserschwert. Warte mal, warte mal. Wie geht jetzt das Laserschwert? Das will ich wissen. So, Super MP. Dim, 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 dim. Napalmbombe, Flammenschwert. Also Laserschwert hat nämlich, glaube ich, noch gar nicht. Und als großer, bekennender Star Wars Fan muss einfach dieses Laserschwert sein. Laserschwert hier. Taschenlampe und Schuriken. Okay, das kriegen wir hin. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Aber okay. Yeah, wenn das mal nicht fett ist. Warte. Das hatte mehr Schuss oder das hier hinten? Ah, das kann ich mitnehmen. Da hole ich mir jedes Mal die Pfoten dran. So, und dann mal gleich das Laserschwert ausprobiert. Ja, geil. Definitiv meine neue Lieblings-Nahkampfwaffe. Der Hammer. Mal gucken mit Y. Boah, das Maul wäre stolz auf mich. Ja, ich bin ein bekennender Fan der Sith. Nein, natürlich nicht. Wie auch sonst so bin ich immer für die gute Seite. Nein, eigentlich nicht immer. Also ich muss sagen, das hatte ich mal irgendwann, ich glaube, bei... Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich mach erstmal die Türen auf. Hier ist nichts. Ups, hier explodiert irgendwas. Okay, die Tür geht nicht auf. Geht die hier auf? Ja, die geht auf. Oh, ich so einen Bauplan. Aha, siehst du? Gut, dass wir es gemacht haben. Super Armbrust. Was brauchen wir denn für die Super Armbrust? Gucken wir mal durch. Ich finde es doof, dass die neuen Sachen nicht oben sind. Ach, warte mal, und. Armbrust und Motorradmotor. Aha. Ah, ist jetzt egal. Komm, ist jetzt egal. Brauchen wir jetzt nicht. Nächste Tür. Wo ist es? Ich glaube, hier muss es dann sein. Das ist eigentlich... Verschlossen. Also, dass uns das jetzt aktuell noch stört, ne? Anstatt, dass wir jetzt einfach das Ding aufbrechen. Wir haben ja immer ein Laserschwert, ja? Das schneiden wir uns dann den Weg frei. Aber nö, er muss ja dann den Schlüssel holen. Er weiß nur kurz sagen, zumindest, wo er ist. Ich glaube, jetzt verändert sich was im Spiel. Ich glaube, jetzt ist wieder so ein Punkt, wo sich gleich... Uiuiuiuiuiui. Bist du hässlich. So ein Bienenstock-Zombie. Das ist diese Mutation, was sie meinten durch diese Strahlung, ne? Was diese Dame da meinte im Rollstuhl.
der gibt jetzt diese ganzen Bienen ab. So eine Mutation. Das gefällt mir nicht. Richtig. Aha. Was ist mit dem Jungen? Oh. Ja, es macht diese ganzen Zombies aggressiver. Was macht ihr mit den anderen? Richtig, und steuert die. Nein, weg von mir! Er schießt doch drauf. War das Säure oder Honig? Oh. Ich glaube nicht, dass ihr das schafft. Naja, sie waren eh böse und von daher ist das dann auch egal. So, mal kurz rein hier in unser Auto. Das ist der ganze Benzin. Ich weiß nicht so richtig, ob ich mich wohlfühle, wenn ich mit dem Ding hier durch die Gegend fahre. So ein normales Auto komplett. Wir sehen hinten total profihaft zugetackert mit Benzin. Ja, das geht wirklich bald hoch. Vor allen Dingen jeder Zombie kostet mich hier wirklich Lebensenergie. Das heißt, ich muss ein bisschen die umfahren, anstatt sonst immer voll reinzuhalten. Was sich hier ein bisschen schwierig gestaltet. Vor allen Dingen, wenn das Auto kriecht, weil irgendwie... Oh, ist das herrlich. Ob ich das hasse. Ja, Gott sei Dank weiß ich, dass ich X drücken muss. Oh, ist das ätzend. Eieieiei. Schnell hier durch. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man zum Beispiel... Ja gut, ist wahrscheinlich die Mission gescheitert, ne? Wenn ich das hier versage. Na, links oder rechts? Aber wir fahren hier lang. Komm, wir fahren hier lang. Sieht gerade ganz gut aus. Ich glaube, hier ist nicht so viel. Nicht so viel. Hier ist dann doch recht viel los. Warte mal. So, klar, Mensch. Wir sollten... hier rechts abbiegen. Wir sollten hier rechts abbiegen. Das ist jetzt die bessere Alternative. Komm, lass mich doch mal in Ruhe hier. Geh weg. Genau, dann können wir nämlich hier links unter dem Tunnel drunter langfahren. Arschloch, sagt er, weil er selber da irgendwo gegenfährt. Und das bin ja dann doch noch ich, ne? Oder er meint die ganzen Zombies, die uns einfach mal so vor die Karre springen. So selbstmordmäßig, ja. So, ich hab keinen Bock mehr. Als Untoter ist es einfach so ätzend. Kann ich so ein bisschen verstehen. Ich fände das, glaube ich, auch nicht so prickelnd. Jetzt wird's schön. Jetzt müssen wir durch diesen... Das ist irgendjemand, der gerettet werden will. Ah, sorry. Jetzt nicht. Oh, Scheiße! Oh, ja, genau. Mit dem Benzin. Hier durch dieses Sprengstofflager, hätte ich fast gesagt. Also Feuerwerkslager. Depot. Definitiv die beste Entscheidung, die man treffen kann. Ah. Genau, und dann... Ich hab den Treibstoff! Ja. Lass mich rein. Schnell. Es geht sonst alles hoch. Ich sitze hier auf einem Pulverfass. Naja, Benzinfass wäre besser gesagt, aber... Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Naja. Wieder ein Sequenzchen. Ja, sieht nicht mehr so gut aus, die Karre. Aber wir haben es geschafft. Dass diese Gurte gehalten haben, ist echt der Wahnsinn, ne? Ja, Profigurte halt hier, ne? Rhonda, ich hab das Benzin. Ja, richtig. Was ist denn los? Alles okay mit dir? Ich weiß nicht, ob du zurückkommst. Okay, ja, oh, natürlich. Und jetzt ist Diego weg. Oh, scheiße. Ich wollte ihn aufhalten. Den wollten die sich schnappen. Ja. Warum hat den Schlüssel dann nicht hier gelassen? Ich habe Scheiße erlebt, aber das hier. Ich habe über die Fehler nachgedacht, die ich im Leben gemacht habe. Und das waren viele. Aha. Nimm meinen Ex. Das habe ich echt versaut. Echt? Da draußen passieren krasse Dinge. Aber ich finde Diego und wir reparieren das Flugzeug. Jupp. Wir müssen hier weg. Du und ich. Denk dran. Wir sind beide ich Kämpfer. Ja, hua. Oder sterben. Wir retten deinen Riesen. Dieser Trottel. Hat er gesagt? Psst. Ja, klar hat er das gesagt. Hm. Ja, uns liegen neue Berichte vor, dass General Hemlock an der ursprünglichen 6-Tages-List festhalten. Auch soll die Stadt Los Perdidos zerstört werden. Scheiße. Diese Reaktion folgt auf Berichte, dass Präsidentin Paddock ein Zombie geworden ist. Ja. Das ist Quatsch! Ja, natürlich ist das Quatsch. Das wissen wir, das wissen wir und das weiß sonst niemand außer wir. Ja, wie viele Tage haben wir noch? Also normalerweise, wir sehen, man hätte sich mehr Zeit lassen können. Wir haben jetzt ein neues Fahrzeug übrigens gekriegt. Ist ganz cool, dieser Gabelwerker. Wir sehen, wir könnten uns normalerweise bis Tag 6, ne, da haben wir, oder Tag 7 maximal, da haben wir dann Zeit, dass er bis Tag 6 abgelaufen ist. Man kann das natürlich auch in wesentlich kürzerem Zeitraum, wir sehen es, wir sind recht schnell jetzt hier dabei, alles soweit durchschaffen. Ist das ganz vorteilhaft. Ich sag mal, kann man zwischendurch sich ein bisschen mehr Zeit lassen, weil wenn wir jetzt bis hierhin zum Beispiel recht gut durchgeprügelt haben, jetzt wären es wesentlich mehr Zombies und wir können leichter irgendwelche Herausforderungen schaffen mit irgendwelchen Waffen oder sonst sowas.
weil halt einfach viel mehr davon da sind. Ja, und dann kann man noch ein bisschen besser rumgucken, weil dann weiß man so, ach okay, so viele Missionen habe ich jetzt nicht mehr, kann ich mir Zeit lassen, das passt dann alles. So, wenn wir kurz hier weitergehen, dann kommt, glaube ich, wieder ein Sequenzchen, ne? Ein Sequenzchen, nicht? Ein Erfolg. Wir haben Benzin, aber wir brauchen noch ein paar Ersatzteile. Aha. Okay. Wir brauchen ein Ruder, ein Schwungrad und einen Höhenmesser. Kriege ich. Auftreiben. Ich habe in den Unterlagen nach einer Art Lager in der Stadt gesucht. In der Zwischenzeit musst du deinen Freund wiederfinden. Ja, ich bemühe mich. Dem bekloppten Museum zurück. Echt? Irgendein Kram, dass er ein Held sein will oder so. Aha. Ihn finden. Die Behörden suchen ihn. Ja, richtig. Die müssen es nötig haben. Was eigentlich mit diesem blonden Typen? Der ist voll dämlich. Wozu brauchen wir den? Kein Unfall. Sie wurde getötet von Hemlock. Jop. Warum denn? Du hörst dich an wie deine kleine paranoide illegalen Freundin. Hey, hast du sie verraten, um an das Benzin zu kommen? Nein. Mir ist was anderes eingefallen. Richtig. Du bist einer von den Guten, Nick. Natürlich. Natürlich. Diego finden. Hey. Pass gut auf dich auf. Ich habe Angst um dich. Das ist sehr nett, dankeschön. Er hat sich fast die Haut runtergekratzt. Echt? Was ist denn mit dem los, ey? Ja, der wirkte sowieso schon so ein bisschen apathisch vorher, ne? Hier vorne liegt ein neuer Plan für uns bereit. So, ist die Tür dezent aufgemacht. Natürlich, wie immer, alles sehr dezent. So, ganz kurz hier ran. Waffenbaupläne. Der Bombenprügel. Oh ja, ob mir das Ding so gefällt, ich weiß es noch nicht. Nun gut. Das sind neue Schuhe. Da sind neue Schuhe. Das sind neue Schuhe. Skater-Schuhe. Ja, würde ich sagen. Das passt doch. Zusammen mit dem Laserschwert. Definitiv. Ich bräuchte jetzt noch so einen Obi-Wan-Kittel oder sowas. Dann wäre ich natürlich noch glücklicher. Nun gut. Ich werde mich auf jeden Fall für heute wieder verabschieden, noch ein bisschen mit dem Laserschwert hier rumspielen und dann sehen wir uns ja auf jeden Fall morgen wieder und dann schnetzen wir fleißig hier die imperialen Zombies. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zombie, Mr. Zogger, Mr. Zombie wollte ich gerade sagen, warum Mr. Zombie? Ja, Mr. Zombie schlechter, Mr. Zogger, das könnte man, das hört sich gut an, okay. In diesem Sinne, bis morgen.